Lufthansa postet die ersten Bilder der 787 mit dem Namen Frankfurt. Ja, das ist das zweite Flugzeug, die zweite 787 Dreamliner. Dann ITA, respektive Lufthansa, fordert von der italienischen Regierung eine Entscheidung und ITA fordert mit Lufthansa zusammen. Also insofern scheint es wohl so, dass man bei der Lufthansa und der ITA sich wohl handelseinig geworden ist, zumindest intern. Die Regierung muss es bestätigen. Wer sich auch handelseinig geworden ist, ist die Gewerkschaft nach ihrem kraftvollen Auftritt. Aber es gibt immer noch zwei Gewerkschaften, die auch streikwillig sind. Die eine davon zumindest, das weiß ich, ist streikfähig. Und Lufthansa unterstreicht ihren Premium-Anspruch. Lufthansa-CEO Carsten Spohr, also Lufthansa Group, hat da einige Aussagen zu getätigt. Und Eurowings soll irgendwie so eine Art Einspringfluggesellschaft werden, wenn Not am Mann ist bei der Lufthansa. Also spannend. Heute quasi ein Lufthansa Group Update, aber an einem Freitag. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Am heutigen heiligen Freitag, was wir sonst ja immer sonntags machen wir ja was, Mensch, Lufthansa Group Update. Es gab aber diese Woche so viele Nachrichten, dass wir heute schon mal so ein kleines Spezial einbauen für euch. Das erste Thema ist natürlich wie immer Abonnierbefehl, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da, aber auch einen Kommentar. Das ist für den Algorithmus wichtig. Dann hat die Lufthansa Bilder gepostet. Ich glaube, es war auf Twitter. Das ist dann auch später auf Facebook gemacht worden. Und zwar bei Lufthansa Group. Die haben jetzt die Boeing 787-9, die zweite auf den Namen Frankfurt, mit der Registrierung Delta Alpha Bravo Papa Delta gepostet. Und der Text sagt, wir haben sie für euch. Bereit für die ersten Bilder unserer zweiten Boeing 787 der Frankfurt am Main. Und jetzt kommt für das, was für uns auch wichtig ist. Hier kannst du die ersten Bilder unserer frisch lackierten Alpha Bravo Papa Delta sehen, die in den nächsten Monaten zu unserer Flotte dazustoßen wird. Ihr habt die Bilder gesehen, alles von außen, alles im Werk in, wo ist denn das, glaube ich? Ich weiß gar nicht, die wird in North Carolina, glaube ich, gebaut. Also insofern spannend. Spannend waren auch die Verhandlungen zwischen der Verdi und der Lufthansa. Passagiere der Lufthansa hatten ja Mittwoch letzter Woche richtig viel Spaß, als die Verdi die Bude zugemacht hat. Jetzt hat man einen Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 18 Monaten. Das heißt, dass das Spiel in anderthalb Jahren kann eigentlich beginnen. Reellerweise sogar früher, weil der Vertrag gilt ab 1. Juli rückwirkend. Diese Verhandlung und diese Vereinbarung sieht vor, dass die 20.000 Beschäftigten Gehaltssteigerung von mindestens 325 Euro plus einer weiteren Erhöhung von 2,5% bekommen. Am Mittwoch hatte man halt damit eigentlich nicht mehr gerechnet. Ich hatte auch Donnerstag nicht mit gerechnet, war dann etwas irritiert, dass es so ruhig war. Hatte auch natürlich gesagt, hey, die Frau Behle kommt hier einfach rein und erklärt, wenn wir kein Angebot bekommen, werden wir weiter streiken. In so einer frühen Phase halt relativ harte Bandagen. Sie haben halt voll ausgenutzt, dass sie im Moment gebraucht werden. Die Lufthansa braucht jeden. Laut Verdi ergibt sich damit beispielsweise für die Kolleginnen und Kollegen der Lufthansa am Boden, die am Check-in arbeiten, 13,6 bis 18,4% mehr. Und die Mindestsumme, also in Geld, würde das ausmachen zwischen 377 und 498 Euro im Monat. Lufthansa sprach sogar von einer Steigerung um 19,2%, kann man also immer anders rechnen. Und in der untersten Gehaltsstufe von 2.000 Euro Grundvergütung. Ich gehe mal davon aus, dass das natürlich Bruttozahlen sind. Alle loben das Ergebnis, Frau Behle lobt das Ergebnis, dass es nicht vom Lufthansa-Gewinn abhängig gemacht worden ist. Das Ergebnis beinhaltet auch einen Inflationsausgleich und zusätzlich eine Reallohnerhöhung. Das war wichtig, einen ersten echten Ausgleich zu erreichen, um die Beschäftigten in dieser schwierigen Lage abzusichern. Michael Niggemann, das ist der Personalvorstand der Lufthansa, war natürlich auch zuversichtlich.
und nun auch mit den streikbereiten Piloten zu einem Abschluss kommen zu können. Für das Bodenpersonal sagte er, dass es wichtig war für sie, die untersten und mittleren Einkommensgruppen überproportional zu berücksichtigen, damit wir die sozialen Verantwortung für unsere Beschäftigten gerecht werden können, sichern unsere Attraktivität als Arbeitgeber. Findet ihr Lufthansa als attraktiven Arbeitgeber? Habt ihr jetzt gesagt, hey, cool, bei Lufthansa möchte ich arbeiten? Oder sagt ihr eher, nee, das hat mich abgestoßen? Und dann noch eine andere Zahl, die in dem Artikel war, die fand ich auch spannend. 35 Millionen Euro hat Remco Stenbergen, das ist der Finanzvorstand der Lufthansa, gesagt, hätte die der Arbeitskampf in der Hauptreisezeit gekostet. Also war es wahrscheinlich eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Die Gewerkschaft hatte bei einer kürzeren Laufzeit von 12 Monaten durchgehend Gehaltssteigerung von 9,5% verlangt, aber mindestens 350 Euro. Die nun bedingungslos gezahlte Erhöhung im Juli 2023 wollte der Konzern ursprünglich vom Gewinn abhängig machen. Also insofern ist diese Kopplung von der Gewerkschaft abgewehrt worden. Der Abschluss steht natürlich noch unter Vorbehalt, muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen. Aber wenn man natürlich als Frau Behle und Herr Niggemann da so richtig happy ist, warum sollen die Gewerkschaftsangehörigen nicht happy sein, die 20.000, die unter anderem bei der Lufthansa AG Boden, Lufthansa Technik, Lufthansa Systems, Lufthansa Technik Logistics Service, die LTLS, Lufthansa Cargo, Lufthansa Service Gesellschaft, LSG, ja, und der Lufthansa Engineering und Operational Services. Das ist LEOS, das sind die Busse mit den Crews hin und her fahren, aber auch zum Beispiel die Pushback-Trucks. Ja, wichtig ist halt einfach, dass der Vertrag zustande kommt ab Juli und am 31. Dezember 2023 ausläuft. Im Dezember ist ja Gott sei Dank keine Hauptreisezeit, ne? Also insofern ist das ja wieder in meinen Augen relativ lustig. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, das ist das Ergebnis. Insofern haben wir zumindest keine Probleme im Moment. Wenn man sich das nochmal angucken möchte, wer das alles brutto nochmal haben möchte, wer pro Monat in der Maximalsumme 6.500 Euro verdient, bekommt 539 Euro mehr, Steigerung 8,3%. Also nur, dass man weiß, in der höchsten, in der niedrigsten sind es sogar 19,2. Das wären 383 Euro. Alles natürlich wie immer brutto, brutto, brutto. Nachdem der Arbeitskampf zumindest am Boden gekämpft worden ist, kämpft die Lufthansa natürlich auch um ihre Ehre. Warum? Ganz einfach. Lufthansa sagt, wir sind eine Premium-Airline. Ja, wir sind eine Premium-Airline. Der fünfte Stern aberkannt, vier Sterne hat man nur noch. Viele von euch sagen ja, ich sag's immer wieder, drei Sterne maximal, wenn nicht weniger. Also insofern hat die Lufthansa aber trotzdem da einen Premium-Anspruch und Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagt, dass man einen großen Schritt machen möchte in seiner Premium-Offensive, denn in allen Klassen kommen neue Sitze. 31.000 Stück, nur damit ihr das mal gehört habt als Zahl. Und Carsten Spohr sagt, gerade im internationalen Wettbewerb ist die Premium-Positionierung unserer Airlines von entscheidender Bedeutung. Nur die Frage ist halt für mich, und das sagt er ja immer vor Journalisten, dass man, also er sagt auch, dass man die eigenen Erwartungen und nicht die der Kunden erfüllt. Also man setzt jetzt halt wieder drauf, dass man vollumfänglich gerecht wird dem Anspruch, den man hat. Und man hat bereits das Catering-Angebot stabilisiert. Ich weiß, ihr wollt da jetzt nicht ganz so zustimmen, weil viele von euch mögen Tasting Heimat nicht oder Tasting Austria. Nee, wie heißt das? Tasting Austria? Ich hab's jetzt. Melangerie auf jeden Fall. Und das Lounge-Angebot wurde ja auch wieder erweitert. Also das wären die ersten Schritte, um da dem Premium-Anspruch gerecht zu werden. Und man hat natürlich auch Verbesserungen. 31.000 Sitze werden in alle Lufthansa und Swiss-Maschinen eingebaut. Und bei der Premium Economy hat man das ja schon gesehen, bei der Swiss, da gab es halt den Startschuss. Nur natürlich die Frage war und ist natürlich berechtigt, was ist mit dem fünften Stern von der Skytrax? Ne? Und er sagte, man hätte ihn schon ganz gerne behalten. Aber die Anforderungen für eine private Fluggesellschaft in Europa sind nicht erfüllbar. So hätten nur noch asiatische und staatliche Fluggesellschaften fünf Sterne. Ja, schwierig. Also ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall will er den Premium-Anspruch weiter erfüllen mit oder ohne fünften Stern. Und er möchte jetzt halt die operationellen Probleme nochmal in Angriff nehmen und das stabilisieren oder auch überwinden, wie er es genannt hat. Und die neuen Sitze sollen die letzten Zweifel ausräumen, so sagte es Carsten Spohr. Also ich weiß nicht, ob der Sitz selber alleine da alles tippitoppi ausräumt. Ich glaube, dass das auch eine sehr große mentale Frage ist bei den Leuten, die bei Lufthansa sind. Und ich sage das immer wieder und ich hatte ja auch einen Beitrag gemacht. Lufthansa muss seine Kunden wieder lieben. Und um uns da einfach nur einen Sitz hinzusetzen und zu sagen, hey, das ist es, da muss auch so ein bisschen Emotionalität rüberkommen. Und das finde ich einfach schade bei Lufthansa. Und wenn man das jetzt so zusammenfasst, und ich bin ja meistens immer böswillig, dann könnte man sagen, Liebe bei Lufthansa heißt neue Sitze für die Passagiere. Was haltet ihr davon? Ist das das, was ihr erwartet von der Lufthansa? Einfach neue Sitze, neue Kabine? Oder sagt ihr auch, beim Service muss sich was ändern? Also ich sage es einfach mal ganz frei raus. Ne? Ich glaube, dass sich auch die, wie es so schön im Englischen heißt, die Attitude sich ändern muss. Und da muss halt wirklich ganz klar was gemacht werden von den Lufthansearten. Und ja, der erste Schritt ist halt, man muss seine Mitarbeiter lieben. Und dann können die Mitarbeiter auch die Kunden lieben. Und wenn die Kunden geliebt werden, lieben die Kunden zurück. So einfach ist das. Aber man hat sich ja den Beruf erstmal versaut. Und jetzt muss wieder langsam aufgebaut werden. Und ich glaube, es wäre billiger gewesen, man hätte es nicht gemacht. Lufthansa Disco oder Eurowings Disco. Was wird es denn jetzt einfach? Ist es dann Lufthansa Discover? Jetzt sagt er natürlich, was hat der denn wieder gemacht? Der Bekloppte hat er was von seinem Alkohol, den er da hinten, da ist es, den Alkohol da hinten gesoffen. Nee, eigentlich nicht, weil wenn wir uns das mal angucken, die Eurowings Discover, die läuft ja eigentlich besser als die Lufthansa. Auch die Eurowings selber läuft besser als die Lufthansa, wenn man ehrlich ist. Lufthansa hat ja auch jetzt gesagt, man möchte zwei mehr Flugzeuge einbauen und hat ja auch den Vertrag mit der Finnair, Topi Manne dankt es, verlängert. 350 sind das, 900 von, nee, drei waren es, drei. 3 A350-900, die bei der Disco arbeiten. Man wird aber trotzdem noch mal zwei Flugzeuge dazu nehmen. Und das Problem, was Lufthansa halt hat, ist, sie sagen, dass die Schulungsbegrenzung, die sie haben, würde sie ausbremsen. Das heißt also, sie können nicht so viele Leute schulen, wie sie wollen, um weiter so zu wachsen. Und deshalb sieht Carsten Spohr für die Eurowings im Konzern eine Art Zwitterrolle, er sagt Doppelfunktion, ich sage Zwitter. Sie ist für uns eine Chance, in neue Märkte zu gehen. Lufthansa schreibt Eurowings Discover aber ebenso eine Art Reservistenrolle zu. Also Reservist heißt ja im Prinzip, dass man damit die Lufthansa-Strecken übernimmt oder sowas. Ne? Und das Wachstum im Pilotentraining wird halt bei den Schulungsbegrenzungen halt als Flaschenhals gesehen. Da muss man sich das ein oder andere, die eine oder andere Strecke halt von Eurowings Discover fliegen lassen, um das mit auszugleichen. Aber da stelle ich mir die Frage, wo kriegen die Leute denn geschult? Also schwierig. Also ich finde das immer merkwürdig. Also es tut mir ja leid. Ne? Also wenn ich Lufthansa buche, buche ich ja Lufthansa und nicht Eurowings, weil dann könnte ich ja direkt Eurowings Discover buchen oder ich gehe zu einer anderen Fluggesellschaft. Und wollen wir mal ehrlich sein, im Moment ist das Produkt der Business Class natürlich auf selben Limit. Da gibt es gar nichts, die Sitze sind gleich und alles. Also das ist alles tippitoppi vergleichbar. Ne? Also das heißt, wenn ich einen Lufthansa-Sitz bekomme, ob ich den jetzt in der Eurowings-Kalle habe oder in der Lufthansa, scheißegal, ganz brutal. Und das ist dann tippitoppi, weil ihr einfach nichts anderes bekommt. Das ist kein Downgrade. So wie wir das ja bei der US-Behörde gehabt haben, dass da ein Qualitätsunterschied ist. Wenn aber die neue Business Class kommt oder wenn ich zum Beispiel einen Flug ab München hätte mit den Ex-Philippinen-Maschinen und ich würde dann auf einmal eine Eurowings kriegen, dann würde ich schon sagen, das ist nicht tippitoppi, sondern flippy-floppy. Und das ist halt das Problem. Und das andere ist natürlich, ist der Komfort in einem 330er
nicht ganz so tipptopp, auch vom Flugverhalten her wie so ein 350er oder so, wo man sagt, ist vielleicht hübscher. Oder 380er. Also schreibt, was ihr denkt, ob ihr meint, das wäre so richtig. Weil ich glaube einfach, dass damit die Lufthansa durch die Hintertür rausgedrängt wird auf Strecken. Und wir hatten das ja auch erlebt, dass viele Lufthansa gebucht haben, aber dann leider am Ende in der Eurowings-Maschine saßen. Und das, finde ich, das geht einfach nicht. Und schwierige Sache. Kommentiert einfach unten. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Und an der Stelle kommt zum Stammtisch. Da können wir das auch nochmal in Persona diskutieren. 12.8. München, 13.8. Frankfurt, 14.8. Berlin. Das sind die Daten. 28.8. haben wir auch noch Riga. Also insofern da unten einfach kommentieren oder mich anschreiben, dann kriegt er die Daten. ITA. Lufthansa hat der italienischen Regierung mehrfach geschrieben. So nach dem Motto, hör zu, Kollege, Gas geben, wir wollen Entscheidung. Und der italienische Staat hat sich ja gerade etwas zerlegt, wenn man das so sagen kann. Der Mario Draghi hat etwas Probleme. Und nun hat der italienische Staat nach dem Brief von Carsten Spohr gestern Abend, ich weiß nicht, wann er abgeschickt worden ist, aber gestern ist es ja in der Presse breitgetreten worden, hat man gesagt, 10 Tage, ihr erinnert euch, wir hatten das ja schon mal, dass man bei der italienischen Regierung gesagt hat, wir entscheiden uns dieses Wochenende oder wir entscheiden. Das ist dann halt so italienisch laissez-faire einfach untergegangen, ist halt ein Problem. Und Mario Draghi hat das gestern Abend bekannt gegeben und die Chancen für einen Lufthansa-Erfolg werden halt immer größer. Warum? Ganz einfach, die 80% Anteile an die MSC und an die Lufthansa sind halt für die Italiener das Angebot und die Gewerkschaft, und hier pun intended, where pun is intended, geben die Gewerkschaften Lufthansa Rückendeckung. Denn die italienischen Gewerkschaften haben einfach gesagt, hey, wir finden den Zuschlag von der ITA bei der Lufthansa tipptopp, weil die ITA alleine es nicht schafft und die Lösung mit Lufthansa ist wirklich wirtschaftlich eine gute Idee. Und Fabrizio Cusquito, das ist der Chef der Gewerkschaft CGIL, hat das dem Corriere della Sera gesagt, gesteckt oder auf jeden Fall zum Trocken gegeben. Der Grund für das Drängen, das ist Giorgia Meloni, die postfaschistische Partei, wie heißen die, Fratelli d'Italia, die hat in den aktuellen Umfragen natürlich die besten Möglichkeiten, das zu bekommen, und die wollen den Verkauf halt nicht. Und da hat so ein bisschen die Lufthansa Pipi in den Augen und Angst. Und natürlich auch ITA selber. Und die ITA selber hat auch überlegt, vielleicht gehen wir auf Streik, um das einfach raus zu zwingen, das Ergebnis. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat Donnerstag ja auch, wie ich eben schon gesagt habe, darauf reagieren, hat einfach gesagt, dass man nicht ewig auf die Entscheidung aus Rom wartet. Und obwohl Rom natürlich die ewige Stadt ist, wie das so schön heißt, aber einen Zeitraum hat er ja auch nicht genannt. Also er hat da keine Deadline gesetzt. Also er war halt so ein Semi-Carsten-Spohr-Druck, der aufgebaut worden ist. Zusammen mit dem MSC-Besitzer Gianluigi Aponte, den Namen müssen wir uns merken, das ist der Herr Kühne aus Italien, hat er schon im Juni einen Brief geschrieben. Da so sahen es 2 Briefe. Ja, was haltet ihr davon? Sagt ihr, hey, das muss jetzt wirklich gemacht werden und das ist jetzt ein Problem. Oder sagt ihr, oh scheiße, jetzt haben wir die Italiener, da haben wir ja noch eine Gewerkschaft. Wir haben jetzt mit der Verdi durch, jetzt kommen noch die VC, also die Vereinigung Cockpit. Und dann kommen noch die Kollegen von der UFO, von der Kabine. Und dann haben wir noch den Kollegen, ich hatte ihn ja eben gesagt, von der Gewerkschaft CGIL. Das war ja der Herr Fabrizio Cusquito. Noch eine Gewerkschaft im Hause. Und man hat ja dann auch in Österreich noch Gewerkschaft, man hat in der Schweiz, hat man ja auch noch die PERS irgendwas. Also das ist in meinen Augen recht ein Ameisenhaufen. Nichtsdestotrotz, heute ist es warm, heute ist es fast schon heiß. Danke, dass ihr Frequent Traveler TV geschaut habt. In der letzten Ausgabe des heutigen Tages, morgen kommen wir wieder, oh Gott, ich wollte das jetzt gar nicht so final klingen lassen, heißt also ergo,
Freut euch auf die Folge morgen. Sonntag machen wir nochmal ein Lufthansa Group Update. Da gibt es bestimmt noch neue Themen. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da und vor allem auch einen Kommentar. Was hatte ich noch zu sagen? Stammtisch, ne? Hatte ich auch schon genannt. Wer es bis hier gemacht hat, sollte schon den Stammtisch mitnehmen, damit wir uns auch alle mal persönlich kennenlernen. So, und jetzt bin ich mal wieder durch. Ihr kennt das Spiel. Also bis morgen und ciao, bis dann.